Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video gibt es ein 7-minütiges Bauchmuskeltraining für euch, welches ihr prima zu Hause durchführen könnt und dazu keinerlei Hilfsmittel braucht. Du brauchst nur dich und deine Matte. Diese Trainingseinheit ist speziell für Anfänger ausgelegt, aber wer schon zu den Fortgeschrittenen gehört, kann das Workout auch gerne zweimal durchführen und kommt so auch sicherlich an seine Grenzen. Los geht's! Wir werden insgesamt 3 Runden mit jeweils 4 Übungen à 30 Sekunden machen. Also am Ende haben wir 12 Bauchübungen gemacht. Zwischen jeder Runde gibt es eine 30-sekündige Pause. Los geht's mit Runde Nummer 1. Wir begeben uns in Rückenlage und im Wechsel wollen wir jetzt mit den Fingerspitzen unsere Fersen berühren. Weiter geht's mit dem Russian Twist. Ihr rotiert den Oberkörper und tippt mit den Händen immer rechts und links auf den Boden. Die Beine schweben in der Luft. Übung Nummer 3. Ihr kommt wieder in Rückenlage und tippt im Wechsel mit den Fußspitzen auf den Boden. Übung Nummer 4. Ihr kommt in den Vierfüßlerstand und löst die Knie ungefähr so 5 cm vom Boden ab und senkt sie dann wieder langsam nach unten. Pause, 30 Sekunden entspannen. Trinkt was, gleich geht's weiter. Die letzten Sekunden laufen, kommt schon mal in Rückenlage. Runde Nummer 2. Ihr seid wieder in Rückenlage und wir machen nur die linke Seite mit der Hand an der Ferse vorbeischieben und wieder in die Ausgangsposition zurück. Und zack, zack, zack. Direkter Wechsel, das Ganze mit der rechten Seite. 30 Sekunden laufen. Übung Nummer 3. Pumpen.
Die Beine gehen hoch in einen 90-Grad-Winkel und die ausgestreckten Arme wippen nah am Körper auf und ab. Atmen nicht vergessen. Vierte Übung und letzte vor der Pause. Die Beine im Wechsel ausstrecken und ranziehen. Und im Wechsel wippen und ranziehen. Dranbleiben, weiteratmen, durchhalten. Pause, 30 Sekunden Erholung, laufen. Dritte und letzte Runde startet genau jetzt. Auf- und abrollen, nach oben aufrichten, nach unten abrollen, hinterm Körper tippen mit den Händen und wieder nach oben. Im Wechsel auf- und abrollen. Dranbleiben. Gleich geschafft. Dritte Runde, zweite Übung, Fahrradfahren. Achtet hier darauf, dass ihr mit dem unteren Rücken Kontakt zur Matte habt und macht dann diese typische Fahrradfahrbewegung mit den Beinen. Vorletzte Übung, Bergsteiger. Dreht euch um, kommt in den Unterarmstütz und im Wechsel Knie ranziehen nach oben zur Brust. Tempo bestimmt ihr hier selber. Wer noch Power hat, kann ein bisschen schneller sein. Sonst macht ihr das ruhig und kontrolliert. Allerletzte Übung für heute, Plank. Ihr könnt, wie ihr hier seht, die einfache Variante nehmen. Ihr könnt aber auch die Füße ausstrecken. Das ist euch überlassen. Letzten Sekunden laufen. Ihr habt es gleich geschafft. Sieben Minuten Bauchmuskeltraining, Haken dran, erledigt. Sehr, sehr gut gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und auch einmal bitte hier auf die Glocke klicken, denn so kannst du den Kanal abonnieren. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.